So, ich bin Mongo Zerkum von den Frakta und das ist MechWarrior Online. Und ich habe beschlossen, damit ich etwas besser werde, und dann lasse ich euch dran teilhaben, trainiere ich so ein bisschen mit den Mechs, die ich habe. Und jetzt sitze ich in einem Spider, einem leichten Scout-Mech. Und dann möchte ich jetzt mal ein bisschen mit dem herumrennen. So. Ja, das Spider ist eben. Wow, jetzt gehen sie ab. Leichtes Scout-Mech. Mit Sprungdüsen. Wie man sieht, kann man damit sehr, sehr schnell seine eigenen Beine brechen. Und er geht richtig ab. Von der Geschwindigkeit ist das schon krass. 137 Stundenkilometer. Da kann man was machen. Zum Beispiel in dem Fall unheimlich schnell vorgehen, um Cap-Points einzunehmen. Die Bewaffnung ist natürlich scheiße. Der hat einen dicken Laser, aber ansonsten Maschinengewehre. Also außer anderen Scout-Mechs kann man damit irgendwie nicht imponieren. Naja, immerhin, ich glaube, ich habe. Ja, ich belustige zumindest die Dicken. Wobei ich glaube, ich treffe genauso auf meine Teammitglieder, wie ich einen Gegner treffe. Der geht schon echt ab, das ist schon krass. Weil das schon ziemlich chaotisch ist. Also im Moment, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Maus und Tastatur. Ach, Maus und Tastatur, was laber ich denn gerade? Ja, auf der einen Seite Maus und Tastatur und auf der anderen Seite eben Joystick. Es hat halt beides Vor- und Nachteile, denke ich, oder finde ich im Moment. Also, was ich mich da letztlich, Na, gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Unterstützungsfeuer geben. Okay. Dann, ich mache jetzt gleich noch ein Gefecht mit dem. Das hänge ich jetzt einfach zusammen, dass das ein längeres Video wird. Also nicht wundern, wenn es hier gleich weitergeht, wieder mit einem Spider. So, und da bin ich wieder im Spider und in einem Conquest Mode, also ein Capture the Flag quasi System. So, in welcher Lanze bin ich? In der Bravo-Lanze. Also die Bewaffnung ist wirklich extrem schlecht beim Spider. LOL Schattenmark, was hat er denn? Sensors online. Weapons online.
All systems nominal. So, aber in dem Fall muss ich tatsächlich ins Cockpit, damit ich sehe, wo die Conquest Points sind. Ah, hübsche Map, die kenne ich gar nicht. Ob die neu ist? Ah, da ist noch ein anderer kleiner Mech gerade im Anmarsch. So, jetzt bin ich in so einem Capture Point und versuche hier schon mal ein bisschen zu cappen. Natürlich am besten ohne mich gleich wieder schießen zu lassen. Jetzt gehe ich doch in die Third Person. Was hat mich denn da jetzt schon wieder getroffen gehabt? Ah, da ist ein bisschen Deckung. Da klebe ich mich hier mal so ein bisschen in den Felsen dran. Das ist gar nicht so leicht mit der Manövrierung. Mit der Steuerung. Weil ich ja das Unterteil von dem Mech unabhängig bewegen kann. Und dadurch verdrehe ich den dann auch ganz leicht. Und dadurch, dass der immer so schneller richtig Fullspeed gibt, da schieße ich auch schnell mal aus dem Dings heraus. Also irgendwas hat mich da am Bein mal richtig fies getroffen. Ist das eigentlich der hier gerade Theta capped? Ja. Naja, erfülle ich noch irgendeine Aufgabe. Interessant finde ich, dass das Cappen überhaupt gar keine Punkte irgendwie bringt. Also zumindest habe ich nicht den Eindruck gehabt, sondern es geht tatsächlich nur um Schaden verursachen bzw. killen bzw. assistieren beim Killen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es so wie zum Beispiel World of Tanks jetzt irgendwie auch Punkte drauf gibt, auf Aufklärung oder auf Cappen. So, wo ist meine Lanze hin? Verstreut, ja, das war zu erwarten. So, da gehen wir mal in die Third Person. Damit sie uns vielleicht ein bisschen klopfen. Ja, mit dem MG mache ich ja nichts. Warning, incoming missile. Boah. Was ist kaputt? Irgendwas wird zerstört. Incoming missile. Left arm critical damage. Ja. Target acquired. Das ist der da oben. Boah. Ja gut, ich soll mich vielleicht echt nicht mit dem kleinen Scout Mech mit einer ganzen Lanze anlegen. Ist vielleicht auch wirklich kontraproduktiv. Ja, das war zu erwarten. Früher oder später haut's mich halt weg. Ja, wenigstens ein bisschen was gerissen habe ich ja, mehr oder weniger. Also, für ein Scout Mech ist das echt okay. Dann
habe ich jetzt euch mal den Spider gezeigt. Ich bin aber auch echt, ich hab's nicht so mit Spotten und Lightmax, ja, und also leichten Panzern, World of Tanks. Ich mag lieber irgendwas mit dicker Wumme und Sniper-Position. Das war schon seit Counter-Strike in den 90er so bei mir so eher so mein Ding. Okay, dann glaube ich, lasse ich damit auch gut sein, was den Spider angeht und beende das Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim MechWarrior Online. Ihr solltet euch das auf jeden Fall anschauen. Es ist ein richtig hammergutes Spiel. Nicht nur grafisch, sondern es macht auch wirklich Laune. Auch wenn ich hier die meiste Zeit irgendwie ruhig bin, das liegt aber daran, dass ich mich echt konzentrieren muss, weil wenn man aus dem doch recht sehr gemütlichen World of Tanks hier rüberkommt, ist das schon ein bisschen anstrengend. Ja? Man ist ja nicht mehr der Jüngste. So, also viel Spaß noch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.